uns ist es wichtig, nachhaltig zu produzieren. Und dass wir auch öfters mal neue Sachen ausprobieren, um auch zu beweisen, es funktioniert alles. Das auch ohne Chemie. Mein Name ist Martin Pfister. Meine Brüder und ich, Wolfgang und Markus, bewirtschaften einen 150 Hektar Biolandbetrieb. 30 Hektar davon ist Grünland. Auf dem Rest bauen wir an. Immer Einkorn, Dinkel, Gerste, Linsen von der Zollernalb, Lein, Leindotter. Und daraus produzieren wir Körner, Mehl, Schrote, Kriese, Öle. Ja, das ist eigentlich so unser Schwerpunkt. Also wir haben vor Jahren begonnen mit Versuchsfeldern. Weil meine Nichte, die hat Neurodermitis und dann kam unser ältester Bruder und fragte nach, kann man nicht mal auf die ganze Chemie verzichten? Und das hat funktioniert. Wir vertreiben ganz klar mal deutschlandweit unsere Produkte, haben neue Maschinenhallen gekauft und Lagerhallen und haben einen kompletten Laden umgebaut. Die Wege von uns zum Mahl sind sehr kurz, ja? Also maximal 40 Kilometer. Wir sind eigentlich fast einmal wöchentlich im Austausch, wie kann man eventuell was produzieren. Man kann in Bio alles erreichen. Und ich glaube, wir sind da ein sehr gutes Beispiel dafür.